Hallo und herzlich willkommen, liebe Böselfreunde. Ich bin der Dovo, das ist natürlich der Drakey, wie immer. Sag mal hallo, Drakey. Hallo, Drakey. Was für ein Ding, ey. Ja, das ist Part Nummer 8 von Project Zero. Für uns schon das zweite Mal, weil wir wieder technische Probleme hatten. Diesmal spielen wir das Ganze nochmal zusammen. Bis zu einer gewissen Stelle. Ja. Weil wir die anderen Parts bis 13 Jahre schon längst fertig haben. Wir haben das Mic voll scheiße hingestellt. Ja, und das Mic ist total scheiße, deswegen stellt der Vicky das nochmal richtig hin. Sehr schön. Wunderbar. Hoffentlich haust du nur mit dem Fuß dagegen. Ja, man selbst ja nicht meinen Slitter völlig richtig. Ja, selbst dann haust du da nicht gegen. Sehr schön, sehr schön. Also für uns ist das schon das zweite Mal, für euch ist das erst das erste Mal, aber das macht ja nichts. Ich bin ein bisschen erkältet. Schnupfen. Wieder mal. So, ja. Und ich würde sagen, wir spielen auf der PlayStation 2, weil du ja die Safe Games übergespeichert hast. Richtig. Auf der Xbox. Wir haben ja, nachdem wir festgestellt haben, dass Part 8 im Arsch ist. Ja. Danach haben wir ja erst. Haben wir angefangen, die Safe Part für Part einen eigenen Safe anzunehmen. Genau, richtig. Also erst ab Part 9 würde das funktionieren, dass wir das Ganze easy nachholen. Ja, zu dem Zeitpunkt wussten wir aber nicht, dass Part Nummer 6 auch schon defekt war. Sonst hätten wir es ja schon da gemacht. Das ist dem Drake aber später aufgefallen, während in Part 8 uns das währenddessen aufgefallen ist. Ja. Oder danach halt, kurz danach. Naja, ist ja auch egal, deswegen haben wir wieder PlayStation 2. Ein bisschen hässlicher sieht das hier aus, macht aber nichts. Das, was mir persönlich was macht, ist die Steuerung, dass sie wieder verkehrt herum ist. Ja, mal sehen, vielleicht brauche ich jetzt auch statt einer halben Stunde eine Stunde, bis wir da ankommen. Aber mal gucken. Ja, natürlich wieder keine Stoppuhr. Natürlich brauchen wir dafür auch keine Stoppuhr, weil ich muss ja nur bis zu einem bestimmten Punkt hin. Ja, ja. Ja, und jetzt verstehen. So, ja, das hat sich ja gerade. Ah, ist ja auch egal. Wir spielen jetzt. Kannst ruhig ziehen. Ich kann ruhig ziehen. Sagt der Drakey. Sehr schön. So, Spielladen. Ja. Das ist jetzt nicht exakt da, wo wir aufgehört haben. Im Prinzip. Weil ich musste ja den Speicherpunkt suchen. Ja. Deshalb bin ich nur zwei Räume weiter zum Speicherpunkt gelaufen. Ich brauche 2 Stunden für diesen Ball. Das ist sowieso in die Richtung, davon mal abgesehen. Ja. Also habe ich dir nur einen Gefallen getan. Okay. Den ganz unten. Richtig. 2 Stunden 40. Jo. Verliert er hier schneller, ne? Jo. Der Xbox braucht auch komischerweise länger, ey. Das ist sehr merkwürdig. Laden erfolgreich. Keine Ahnung, warum das so ist. Weil ist so. Jo. Aber warum mal die schießt drauf? Vielleicht, weil die Xbox eine interne Festplatte hat. Ja, aber dann soll es ja schneller gehen. Eigentlich. So. Kannst. Gott, oh Gott. Oh, das wird ein Krampf, Reggie. Das wird ein richtiger, richtiger Krampf. Ja, so viele Geister kommen jetzt hier nicht. Das Schöne ist, nachdem wir Part 8 fertig haben, kommt Part 14 dran. Das heißt, der Doro darf dann gleich direkt weiterspielen. Ja. Ist aber nicht so schlimm, weil da ist die Steuerung wieder okay. Was aber schlimm ist, ich spoiler natürlich nicht, aber an der Stelle, wo wir sind, ist das echt kacke. Das ist richtig. Oh, ist das ätzend, Alter. Ich sterbe doch gleich wieder, ey. Schon ey, wieder, ich bin noch nie gestorben hier in dem Spiel bisher. Oder? Nee. Doch. Wann? Bist du schon einmal. Wann? In Zukunft. Also für die Zuschauer in der Zukunft. Mehrfach sogar. Nicht so, dass der Endscreen kam. Nein? Nein, nicht einmal bisher. Okay, du hattest aber auch immer alle Heilmittel, die ich habe. Jo. Ich bin schon mehrfach gestorben, aber auch nur, weil ich absolut nichts mehr an Heilmitteln hatte. Ja, das tut mir auch furchtbar leid. Und nur die Hälfte der Energy. So. Ja, dann mal los.
Wie war das nochmal mit dem Knipsen? Ich will jetzt nicht knipsen wegen dem Film, aber R1. Ja. Alter, dass du tatsächlich noch gucken musst, wo die Tasten sind. So ja, ist PlayStation-Controller. Ja, na und? Den haben wir wohl jahrelang benutzt, Alter. Vor Ewigkeiten. Ist doch egal, das merkt man sich da. So. Wir sind in diesem Raum, das heißt, ich muss jetzt hier rein. Warte, war das richtig? Ich muss jetzt überlegen, wo wir jetzt lang müssen. Ich muss zum Brunnen. Ja, der Brunnen ist hier lang. War doch richtig, ne? Oh, der Brunnen musst du noch nicht hin. Wir haben das Buch noch nicht für den Code. Das Buch, auf jeden Fall blinkt das da hinten. Ja, ich habe extra nichts eingesammelt. Ach so, extra nichts. Ja, wenn die Leute wissen, was da liegt. Kann ich einfach welche Sachen einsammeln hier. Muss ich die jetzt lesen, oder? Warte mal, du hast den letzten Part zum Schluss gelesen, ne? Ich glaube schon, ja. Ritual des blinden Dämons. Nein, wir müssen erkältet. Ritual des blinden Dämons. Am 26. Tag des 11. Monats soll als Vorbereitung für das Würgeritual 10 Jahre später eine junge Frau mit heiliger Macht gewählt werden. Sie muss älter sein als 7 Jahre, 9 Monate und 25 Tage. Oh yeah. Da haben wir schon den Code. Da haben wir den Code für eine Tür. Die Tür, die war, die Tür, die war. Geht erstmal hier noch lang. Ja, gehen wir erstmal. Das hast du nämlich alles noch gemacht gehabt, glaube ich. Ja, aber ich muss doch nicht. Du sollst schon das machen, was du auch eigentlich mal gemacht hast. Ja, nur, dass das eine Woche her ist und wir dann. Dann sag ich dir das ja. Und wir noch unten. Mehr unten. Hab ich in diesem Paar diesen komischen Scheißgeist besiegt? Nein. Doch, ich bin öfters gestorben. Natürlich bin ich öfters gestorben. Bei diesem einen bestimmten Geist. In Part 6. Den ich nachholen musste. Das sieht man nicht mal wieder nicht. Sieht man deinen Fehler ausnahmsweise mal nicht. Sieht man nur meinen Fehler. Ja, schade. Ja, sehr schade. So, dann kann ich ja wieder zurückgehen. Ja. Kannst auch nochmal in den Speicherraum gehen. Ja, dann gehen wir nochmal in den Speicherraum. Gucken wir, ob die Tür heile war oder nicht. Die war heile. Beziehungsweise, wir brauchten dafür. Ja, das noch knipsen, das hast du nämlich, glaube ich, auch gemacht. Das fehlt sonst alles im Part. 9. Jetzt muss ich zum Boden. Jetzt musst du da, ja. Vorher wäre da nichts passiert. Nee. Mehr hast du eigentlich auch nicht gemacht. Nein. Du bist zum Brunnen jetzt gegangen und dann warst du das schon. Ja. Und dafür hast du eine halbe Stunde gebraucht. Ja. Was 5 Minuten sind. Ja. Warum, Alter? Ich verstehe das jetzt gar nicht. Ich habe keine Ahnung, das ist eine Woche her. Woher soll ich denn das wissen? Also dieses Display, ne, das ist echt das Größte mit den größten Veränderungen. Ja. Ständig. Das Bild ist ständig ein bisschen anders skaliert, dann benutzen wir andere Konsolen, dann haben wir ständig andere Kopfhörer auch. Ja. Da musst du nicht rein, ne? Ja, Ich glaube, du bist hier aber noch am Häuschen da bei dem Steg vorbei, wo diese Stege sind, da warst du auch noch. Ja. Ja. Das musst du natürlich vorher noch machen. Das weiß ich gar nicht. War ich da? Ja, da warst du. Da warst du. Oh, dann muss ich ja wieder zurücklaufen. Nein! Warum nein? Hier sind doch die Stege hier unten. Beim Shinto-Tor. Ach, vorbei. Natürlich, klar. Und dieses Wasserrad. Das ist doch hier. Ja, das hast du auch noch gemacht. Ach, scheiße. Und dann kam doch hier gleich ein Geist. Nee, kam hier kein Geist. Sag mal, war das auf der Xbox auch so grisselig, ey? So unscharf? Ne. Nee, ne? Die Xbox-Version sieht schon stimmt. Das flackert doch ein bisschen, oder? Naja, typisch Sony. Ich dachte, das liegt an meinen Augen jetzt, ey. Das ist schwierig, dass die Xbox-Version leicht besser aussieht. Das ist jetzt noch sehr nah am Fernseher. Das ist ja nun nicht normal bei ihm. Oh, hier ist doch was passiert, ne? Geht schon wieder los, ey. Wie gesagt, durch der Steg heile. Ja, und da bin ich auch lang gegangen.
Ja, und da liegt noch ein Spiegelstein. Und ein Geist. Kreis. Du kannst ruhig drauf feuern, ne? Interessiert ja nicht. Geh zurück, Alter. Wie ist er schon von ich an? Weiß nicht wie. Welchen Stick nach hinten drücken? Geh nicht so weit, da steht es gleich vor dir. Na? Bam, Alter! Knapp. Oh, scheiße! Die Lenkung ist für den Arsch, Alter. Die ist richtig für den Arsch. Ja. Zumindest für uns Europäer. Ja. Die Japsenesen spielen bestimmt so. Das hätten die jetzt, glaube ich, nicht so gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein normaler Mensch mit dieser Steuerung besser klarkommt als mit der auf der Xbox. Kann ich mir absolut nicht vorstellen. Tja, wir können so einiges nicht vorstellen. Die Chinesen, geschweige denn die Asiaten, bestätigen ja auch mit Kreis oder B anstatt mit X oder A, so wie wir das machen. Das ist doch voll krank, das ist doch voll unmenschlich eigentlich, oder? Also ich finde sowas unmenschlich. Ja, weil wir das gewohnt sind so. Allgemein, also vom Kopf her ist das total... Ich weiß auch nicht, warum die das jemals geändert haben. Keine Ahnung. Weil die Spiele wurden ja nun mal damals nur dort entwickelt. Ja. Und dann wurden sie geändert für uns. Warum? Warum? Ja, weiß ich auch nicht. Ich meine, wenn das von vornherein... So gewesen wäre, auch bei uns. Dann wäre das ja für uns, aber da das ja so ist, ist das natürlich eine einfache Steuerung. Für uns. Ja. Das ist der erste Project Zero Part, wo wir mit der Eligator Software das Mic aufnehmen. Ja. Vorher haben wir das mal mit Audacity gemacht. Ja. Mittlerweile haben wir aber eine Beta bekommen. Oh, geschweige denn, ja, wir. Weil ich die mal angeschrieben habe. Mittlerweile kann man dort nämlich die Stimme... Du musst aber dazu dann auch erwähnen, dass dieser Part der erste ist. Das heißt, bis Part 13 nachher, die danach kommen, sind alle noch mit Audacity gemacht. Ja, ja, aber wenn... Nicht, dass die aufmerksamen Zuschauer, wenn es... Ja, aber nicht, dass die jetzt, weißt ja, weil der Part ja vor den anderen kommt, denken, oh, die Soundqualität ist aber besser oder auch nicht. Oder auch nicht. Das werden wir später feststellen. Und dann aber habe ich das Grab eigentlich... Das hast du nicht angeklickt? Nee, ne? Ja. Meine ich doch, ich bin da nur lang gegangen. und das ist dann heiß, oh, aber ihr wart im ersten Part viel besser. Ja, kann ja alles sein. Ja, Steinspiegel. Steinspiegel, haben wir vorhin. Sagst du noch was zu diesem Stein? Ja. Genau, da war nämlich noch dieses Ding. Ja. Das hast du auch noch geholt. Ja, richtig. So, jetzt können wir wieder zurückgehen. Ja. Ne, also nur zur Info, dass dieser Part ist natürlich nach Part 13 aufgenommen. Ja. Ne, und deswegen haben wir jetzt hier eine andere Software auch. Als Erklärung. Fertig, würde ich sagen. Und weiter geht's zum... Ja, aber darauf wollte ich eigentlich nur zu sprechen kommen, weil man mal schön einstellen... Oh Gott! Schön einstellen kann. dass das Spiel leiser wird, wenn man redet. Ja, sag was. Das ist aber scheiße dann. Wieso? Ja, wenn das Spiel automatisch leiser wird, wenn wir reden, wenn wir... Oh Gott, du Scheiße, fick dich, Gör, ja. Was hast du denn, Alter? Da kam ein Geist unten rausgekrabbelt. Ja, weiß ich. Kam beim anderen Part auch. Ja, schön. Das ist eine Woche her. Wo soll ich wissen? Danach haben wir noch andere Parts gespielt. Wo soll ich wissen, was jetzt hier alles passiert? So, Nee, das ist ja das Gute daran, weil dann kann ich die Spiellautstärke an sich erhöhen. Die war ja jetzt immer extra leise, damit man uns gut versteht. Ja. Aber jetzt kann ich sie hochschrauben, die Spiellautstärke, weil sie dann, wenn ich muss zum Brunnen. Ja, da lang. Mr. Alzheimer. Gut. Wie gesagt, kann ich sie dann hochschrauben, wie sie normalerweise wäre. Und wenn wir dann reden, dann wird sie halt einen Ticken leiser, damit man uns wieder versteht. Das wäre so ein fucking Spiegel. Passiert doch überall nichts. Kannst jetzt einfach direkt...
Zum Brunnen. Das sind Pissgeister, die hier kamen, die musste ich ja noch bashen, passieren. Booster Energy. Alter, was? Es geht! Guck mal, all diesen Scheiß, den ich jetzt einsammle, brauchen wir nachher nicht. Nö. Wenn ich gleich nochmal spiele. Was? Ah ne, das Schoko brauchen wir ja gar nicht. Vielleicht zuerst zu tragen, ja. Oh, herrlich. Und bevor du zum Brunnen gehst, warst du erst beim Tempel, ne? Don't forget it. Welchen Tempel denn jetzt schon wieder? Da, wo die Buddha-Statue macht. Ja, da brauche ich ja gar nicht hin. Natürlich. Warum? Ja, vielleicht passiert ja noch was. Was du dann ja nicht triggern würdest, was man ja nie sehen würde. Ja, dann wäre das so. Auf den Nein. Auf den Tasten stehen Zeichen, damit muss man die Tür öffnen. Ja, ja, ja. Da unten ist bla 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 bla. Ich sehe mit dem Blend Tactics. Muss dir die Schriftstück nochmal angucken. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, die man da eingehen könnte. Ich jetzt auch gerade nicht. Das war der 16. des 10. Monats. Das sind schon mal 4 Zahlen, mehr braucht man ja auch nicht. Oder es war 7, 9. Ich muss jetzt tatsächlich doch nochmal gucken. Die ersten Zahlen sind mir eingefallen, aber es waren die zweiten Zahlen, die wir hier eingeben mussten. Glaube ich. Verlassen. Noch. Oh, welche. Den. Dateien. Notizen. Schnipsel alten Tagebuches. Tagebuch einer. Nein. Nein, Tagebuch einer Dame. Das ist unser Schnipsel, glaube ich. Aber nicht der. Den habe ich eben schon gehabt. Nee, Schnipsel. Du bist jetzt auf Notizen. Was? Ritual des blinden Dämons müsste das sein. Ja. 26, 11, 10. Das sind schon mal zu viele Zahlen. Das sind nur 4, 7, 9, 25. Nein. Was? Das ist 26, 11. Tag des stand da und ein Shinto-Ritual. Und darunter ist das Alter. Das interessiert jetzt gar nicht. 26, ja, das läuft beim nächsten. 26, 11. Ne? Das ist so. Ja. Ich sag 7, 9, 2, 5. Aber wir gucken erstmal 26, 11. Ist ja egal. Wer sagt 7, 9? Du. Was? 7, 9, 11 sag ich. Achso, na dann. Kannst aber ja wir machen erst das, was du haben willst. Na gut. Oder wir machen erst das, was ich. 7, 9, 11 habe ich gesagt, ne? Ja. Wieso? Ja. Andersrum, das heißt. Und die 1 ist da, wo der Strich ist. Das ist die 1, ne? Ja. 7, 9, 8, 9. Und 11. Mhm. Nichts geschieht, okay. Das andere war 27, 11, ne? Ne, was 26. 11. 11. Das heißt, 2, 6, 11. 11, ne? Oh Mann. Glaube ich. Ja, war richtig. Ja. Die anderen Zahlen braucht man für ein anderes Ding. Ja, jetzt kommt ja später die Tür. Mhm.
Kannst natürlich gerne nochmal speichern gleich. Bevor zum Schreien gehst. Tu ich auch. Ich habe immer noch nicht mein Cora gekriegt, ne? Das ist hart, Alter. Ja. Das habt ihr auch schon angeschrieben, Alter. Ja. Dass immer noch nicht da ist. Ja, da ist der Rauch. Ich muss sowieso zum Schreien, sonst geht der Rauch nicht weg. Das kann gut möglich sein. Fällt mir nämlich da auf. Okay. Alles noch gut. Ja, ich traue der Technik nicht mehr. Das ist richtig. Ja. Weil einfach zu viel jetzt passiert ist. Und ich habe ja in Part 6, entschuldigst du dich, aber beziehungsweise sagst du ja selber, das sind immer meine Parts, die irgendwie kaputt sind. Ja. Du musst ja irgendwas falsch machen. Und das ist total schade, weil ihr seht immer nur, wie nübig ich spiele, ne? Spiele anspeichern. Was? Ich will hier raus. Ja, willst du nochmal auf Speichern? Weiß ich nicht. Ich wollte raus. Ich bin so dran gewöhnt, immer mit Kreis rauszugehen aus dem. Ist ja aber Dreieck. Ja. Oder so halt. Oder so. Ne, da ist der Qualm und er lichtet sich nicht, bevor ich nicht beim Schreien war. Ja, und das ist voll schade jedenfalls, dass meine Parts immer kaputt sind. Und wir wissen auch nicht, woran das liegt. Ich sag immer so aus Spaß, dass der Drakey das manipuliert, damit ihr nicht seht, dass ich eigentlich hin und wieder mal wirklich gut spiele und auch gut spielen kann. Du bist so der Eddie von Böse Games. Ja. Oh Gott! Lauf, Schlampe! Achso, der erste Kreis, der ist popelig. Ich vergib dir nicht, du. Ich kann nicht mehr weit runtergehen. Nee, weil du jetzt am Ende stehst. Bastard, lauf! Geh doch dabei zurück, Alter. So. Was? Den habe ich besiegt. Ich bin begeistert. Guck mal, wie fürchterflößt sie auch guckt. Das erkenne ich nicht, zu pickelig. Das erkennt man sehr wohl. So, ich muss jetzt erstmal. Du brauchst gar nichts benutzen. Klar, ich muss gleich noch einen Geist bashen. Außerdem ist das doch völlig egal, weil diesen Spielstand brauchen wir nicht nochmal. Du willst was wissen, vielleicht muss er wieder was nachholen. Das war jetzt voll unnötig. Ja gut, das war jetzt unnötig. Zweimal, ist ja aber völlig egal, weil ist egal. Nee, ist nicht egal, wenn ich was wiederholen will. Dann hast du immer noch etliche Kräutermedizine. Ja. Drei Stück. Ja, und dann benutzt du gleich wieder 50. So viel habe ich gar nicht. Ja. Ich kann nur drei Stück verwenden. Und heiliges Wasser haben wir auch noch etliches hier. Etliches. Zwei Stück sind für den Dodo etliches. Tja, mehr als das, was ich nachher zur Verfügung habe. Aber man nicht. Das mag sein, aber aus dem einfachen Grund, weil als ich gespielt habe, in Part 13 nichts mehr an Heilkräutern kam. Es ist völlig egal. Weil das ist. Ich darf gleich spielen. Hier nach. Direkt. Ja. So schön. Ach Gott. Das sieht doch gar nichts. Ja, das sagst du. Ja, Leute, ist auch so. Ein Spiel fotografieren. Ja. Der Typ an der Decke war auch ein paar Zähls. Ja, ich weiß, der Typ an der Decke. Jetzt gehst du zum Brunnen, dann ist er schon vorbei. Nee, ich gehe zum Brunnen, bashe den Geist, fotografiere den Brunnen nochmal. Da kommt das Kind raus, ja. Ja. Aber ist ja nicht schwer. Nachdem ich das fotografiert habe, glaube ich, oder davor. Nee, ist ja auch egal, lasst euch überraschen. Drakey spoilert hier schon fleißig, einfach so.
Ich weiß nicht, wovon du wanderst, wenn du zum Brunnen gehst. Ist doch egal. Vielleicht mal hier noch eine Ehrenrunde hier. Geh nochmal durchs ganze Haus. Wenn es gehen würde. Ja. Ich meine, es ist ja auch gespoilert, dass wir schon 13 Parts haben. Das ist egal. Wir wissen ja, oh, es geht ja noch so lange. Oh, gleich abschalten. Tja, ich kann mir das nicht antun. Dann habt ihr selber Schuld. Dann frage ich mich, warum ihr diesen Part jetzt schon guckt. Na, dann do your thing, Alter. Einfach aufmachen. Ja, einfach aufmachen. Vielleicht hätte ich vorher abspeichern sollen. Na, komm schon. Komm schon. Gib's mir. Gib's mir. Komm. Das ist so off the ring, ey. Nee, er fliegt ja hoch. Oder sie. Nee, sie krabbelt hoch. Hast du das nicht gesehen? Krabbelt. Sie hat nicht mal die Wand berührt. Also sie hat aber die Hände benutzt, als würde sie... Och, scheiß Schlampe. Vielleicht. Komm, so ein Stück zu. Ja. Komm schon. Komm schon, Schlampe. Komm schon, gib's mir. Bam, Alter. Ich kann nicht weiter zurückgehen. Andersrum. Warum? Warum machst du... Warum tust du mir das an, Schlampe, Alter? Warum? Scheiß. Du sollst laufen. Also, in diese Richtung. Ja, nee, sie sollte sich umdrehen. Pass auf, dann dreht sie sich um. Bam. Aber sie hat eben die Kamera... Ich habe mich ja schon umgedreht, aber sie hat die Kamera immer noch... Naja. Muss ich nochmal... Ist ja auch egal. Ich hab's ja trotzdem... War ja auch voll leicht, ne? Gebärscht. Und... So, dann habe ich mir das hier noch genommen. Plagavur. So, und dann habe ich hier noch fotografiert. Ja. Und dann war es aber schon. Und dann speichere ich jetzt nochmal ab. Wer weiß, was noch alles kaputt ist. Deswegen. Ja. Jetzt packt das Foto einfach mal zu dem Laken. Nein, ich würde sowas ja nicht behalten. So, und dann war es das. Ja, warum nicht? Beweismaterial. Für was denn? Dass du Photoshop kannst? Ja. Glaubt dir doch kein Mensch. Ich glaube auch nicht, dass sie nach Beweismaterial sucht. Klar, Sie sucht eigentlich nur ihren Bruder. Paranormale Ereignisse aufzuzeichnen. So. Ja. Das ging ratzifatzi. Somit wäre dieser Part auch vorbei. Ja. Dass ich mich nochmal erschrocken habe. Ne? Unglaublich. Ja, mehrfach. Dreimal. Dreimal. Alter, das ist schon übel. Das ist echt übel. Ne? Egal. Macht ja nichts. Gott sei Dank habe ich gleich die andere Steuerung. Ja. Auf jeden Fall, Gott sei Dank. Nachdem die Xbox aufgebaut wurde. Ja. Nachdem sie aufgebaut wurde und ja, für euch dann übermorgen seht ihr den neunten Part. Nee, den sehen sie ja morgen. Den sehen sie morgen. Willst du den morgen schon rausbringen? Also wenn dieser Part draußen ist. Jetzt ja, eigentlich hätten sie ja Part 8, diesen hier ja eigentlich Mittwoch bekommen sollen. Ja. Bekommen sie ja nicht, weil... Ja. Und so weiter. Ja. Also wirst du jeden Part, kommt jeden Tag ein Part raus jetzt. Nein. Nee. Aber da der Mittwoch-Part kommt jetzt einfach Donnerstag. Deswegen also kommen heute jetzt mehrere Parts raus. Und der neunte wäre ja sowieso am Freitag gekommen. Richtig, also deswegen. Richtig. Dann müsste am Freitag der kommen, dann wäre Dienstags, ne? Montag kommt dann Part 10. Montag kommt Part 10. Mittwoch 11. Also da braucht man ja nicht rechnen. Das heißt, du musst
mehrere Parts hochladen. Wieso musst du mehrere Parts hochladen? Ja, alle Tage, die du nicht den Part nicht hochgeladen hast. Letzte Woche Freitag. Da, wo da ewige Pause war, das sind mehrere Latten jetzt. Ja, okay, dann ist das okay. Dann ist uns das Latte und ihr seht halt... Alter, ich lade doch jetzt nicht 20 Parts hoch, Alter, dass da wieder einigermaßen in der Zeit ist. Naja, für euch ist das sowieso alles irrelevant, weil ihr kriegt diesen Part jetzt hier und dann seht ihr morgen halt den nächsten. Wenn ihr möchtet. Ihr möchtet. So, ich hoffe, euch hat dieser Part trotzdem gefallen. Natürlich im nächsten Part wieder hübscher. Ja. Mit mir. Und dem Dodo. Ja, natürlich mit uns. Und anderem Licht wieder von unten. Und von unten. Das ist auch voll strange, ne? Ich find's geiler. Also ja. Ich fand das ein bisschen... Das krasser. Ist natürlich viel geiler, ja. Aber ich meine jetzt mit strange. Erstens ist das Spiel wieder hässlicher. Ja. Dann sind wir wieder hässlicher. Und das alles anders. Part 7 ist so wie Part 9 und dazwischen kommt irgendwie das. Das ist total merkwürdig. Ja, völlig egal, so ist das halt, ne? Dafür kriegt ihr in der Reihenfolge und nicht erst Part 9 und dann Part 7 oder so. Oder 8. Ja. Hätte ja auch Part 8 nach 13 rausbringen können, dann wäre es nicht so aufgefallen. Das wäre aber voll strange gewesen. Hä, die waren doch hier gar nicht, wo sind die denn jetzt? Ich gucke nicht mehr klar. Wo ist wieder Part 2 nach 2, was? Zweite nach? Ja. Nee, also... Ich hoffe, euch hat's gefallen. Gebt doch, wenn ja, einen Daumen nach oben. Ne? Und wenn ihr kein weiteres Video von uns beiden Arschgesichtern verpassen möchtet, dann abonniert doch diesen Channel. Ja. Und wenn ihr immer auf den neuesten Stand der Dinge sein wollt, dann besucht unsere Facebook-Seite. Ihr könnt auch uns auf Twitch folgen oder auf unsere Homepage schauen. Die Links zu diesen ganzen Sachen und zu den Entwicklern dieses Spiels unten in der Beschreibung. Ja, und so bleibt mir nur zu sagen, habt noch eine schöne Weihnacht. Weihnacht, genau, weil es ist ja jetzt schon Dezember. Nein, natürlich nicht. 2025. Ja. Ja, und geht doch mal an die frische Luft, solange es noch Sommer ist. Nicht. Nee. So, ich bin der Dodo. Neben mir sitzt natürlich der Drakey. Und ich sage Tschululu und auf Wiedersehen. Tschüsse, Kostskala. Ich glaube, ich gehe jetzt mal Kacker machen. Das will keiner wissen. Das sagst du.